Großes Hallo in der größten Diskothek des Landes. Nach der Sommerpause geht's wieder auf die Tanzfläche, aber davor gibt's ein Erinnerungsfoto. Und das wird gleich auf Be Real geladen, eine App, die gerade bei den Jugendlichen in ist. So auch das Motto des Empire St. Martin Openings. Da geht's aber tatsächlich ums Real Life, also echte Treffen. Wir müssen die Leute wieder ins Real Life zurückholen, außer von den Partykellern, zurück in die Disco, rein ins Leben, Leute kennenlernen. Zur Erklärung, die App soll eine ungefilterte Momentaufnahme zeigen. Die User erhalten einmal am Tag zu einem zufällig gewählten Zeitpunkt eine Benachrichtigung, ein Foto zu machen. Man sieht da zum Beispiel, wo andere Leute sind, was gerade tun. Und ich finde es voll cool, weil dann siehst du immer, was deine Leute so tun. Und das sind voll coole Erinnerungen. Also jeden Tag posten wir einfach ab in Real, wenn es halt Zeit ist. Und ich werde niemals irgendwas Privates von mir freigeben, weil das mag ich einfach nicht. Vor 23 Jahren hat das Empire St. Martin aufgesperrt, viele Umbauarbeiten durchgemacht. Dieses Mal nicht. Nach der Sommerpause alles beim Alten, nur er ist der Neue. Es war eigentlich ein ziemlicher zufälliger Weg. Ich habe den Zivildienst gemacht im Kindergarten, habe ein bisschen Abwechslung gebraucht, habe dann im Empire sogar da zum Können angefangen. Und ja, war volle Leidenschaft irgendwie vom ersten Tag weg und habe mich dann ganz gut bewiesen. DJs, TikTok-Stars und Special-Events, dafür ist das Empire St. Martin bekannt. Auch in der neuen Partysaison hat das Team rund um Andreas Leitner ein Programm zusammengestellt. Da haben wir wieder versucht, in jedem Genre top-aktuelle Künstler zu holen, wie zum Beispiel Luca Dante und Niklas Di, die den Hit haben, Mädchen auf dem Pferd. Dann gibt es aus der EDM-Richtung Kashmir, großer internationaler Künstler im Hardstyle-Bereich, werden wir Ruler bringen. Ende Oktober. Und dann haben wir auch noch den Dream. Viele glauben ja immer, was machen wir eigentlich unter der Woche oder was machen wir im Sommer? Und die können sich das gar nicht vorstellen. Aber in Wahrheit, jetzt am Abend, wo wir da stehen, ist unsere Arbeit eigentlich erledigt. Jetzt läuft der Abend. Endlich wieder Party im Empire St. Martin. Und das bis April 2024, bis zur nächsten Sommerpause.